Nie wieder HMD. Das verspricht oder hätte zumindest sehr gerne der Savant. Eine neue Erfindung aus Amerika, ein etwas anderer Ansatz. HMDs, Smokeboxen, wie auch immer man sie schimpfen möchte, kennen und lieben wir, zumindest die meisten Leute. Der Savant sieht von der Seite erstmal aus wie ein normaler HMD. Wenn man ihn allerdings umdreht, sieht man sehr schnell, das ist irgendwie ziemlich durchlässig und auch irgendwie ziemlich ungünstig. Also da würde wahrscheinlich viel zu viel Hitze flöten gehen. Der Savant hat aber einen ganz anderen Ansatz. Und zwar spannst du Alufolie über deinen Kopf und spannst dann diesen Ring hier unten, den es übrigens in verschiedenen Größen gibt, über deinen Kopf. Diese Platten kannst du theoretisch auch wechseln, die noch hier drinnen liegen. Und dann verspricht der Savant, die Brücke zwischen Alufolie und HMD zu sein. Also für Leute, die trotzdem mit Alufolie bauen wollen, ist das Ding vielleicht interessant. Und du hast halt noch ein paar Vorteile, dadurch, dass die Hitze ein bisschen mehr hier gehalten wird. Dadurch, dass die Kohle nicht einfach vom Kopf fallen kann. Aber man kann sie auch nicht so präzise nach außen bewegen. Also hat auf jeden Fall auch Nachteile gegenüber einem normalen Alufolien-Setup. Ist ein interessantes Ding. Wir gucken es uns einfach mal an. Ich sage euch ehrlich vorneweg, ich glaube nicht, dass das Teil hier für mich den HMD ersetzt wird, weil der HMD ist einfach, Bro, du baust einfach einen Kopf, legst den HMD drauf, fertig. Und dann muss ich jetzt trotzdem noch Alufolie spannen und dann das Ding auch noch drüber klatschen und so weiter. Ich bin ein bisschen skeptisch, was das Teil angeht. Ich würde es trotzdem gerne testen. Wir gucken es uns mal an. Ich sage euch einfach meinen ersten Eindruck davon. Ich habe ihn übrigens einmal in schwarz. Und wie man an der Verpackung noch erkennt, ist hier noch so ein goldener Rand. Und das steht für die goldene Farbe. Das heißt, es gibt ihn nicht nur in verschiedenen Größen. Also den Ring unten gibt es in verschiedenen Größen, sondern den HMD gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Und das Gold ist mehr so ein Champagner, finde ich aber auch sehr, sehr schön. Wir gucken uns den gleich an, wenn es nächste Köpfchen angeht. Aber erstmal rauche ich noch ein schönes Köpfchen auf einem Oldschool HMD. Wir brauchen noch Research, Freunde. Und da habe ich dieses Video gefunden. Best Heat Management System Meeting the AK Savant HMD Manufacturer. Also der Hersteller von dem Ding kommt jetzt selbst vorbei und er hat gerade nochmal... Also ne, da sieht man schon mal, das sitzt fest drauf, aber was er jetzt auch zeigt, sind die verschiedenen großen Ringe. Ich habe leider nur eine Größe da, wir müssen gleich gucken, wo das drauf passt. Da, also das sind die verschiedenen Ringe, die man da unten dran schrauben kann, damit man das Teil auf verschiedenen großen Köpfen benutzen kann. Ist auf jeden Fall geiler, als sich für jede Größe einen eigenen Kopf kaufen zu müssen. Oder einen eigenen HMD eher. You can buy separately. This ring, die schraubt man dann unten dran. M ist auch die Größe, die ich habe. Also mal gucken, welchen Kopf der gleich benutzt. A small M sign, it stands for medium. There is a small, medium and large sizes, I guess. Those are basic balls. Balls. They based on all standards. Ich find's so gut. Finally, I got some use for it. Das ist geil, ich liebe den Typ, Digga. Also der auf der rechten Seite hier, ne, also da über mir, das ist der Herr Sarkis. Weiß nicht, ob Sarkis sein Vor- oder Nachname ist. Das ist der Herr Sarkis. Und der Herr Sarkis hat das Ding rausgebracht. Cook industry and he's been doing cooker for a while. How did you get to the point for this product? Get it honestly, the main goal I think for all of us is to give something to the community, to the people that enjoy hookah, so that we can all get better at hookah and ultimately fall in love with hookah and enjoy hookah together. That's always the... Okay, also er wollte ein Shisha-Produkt erstellen, das Leute lieben und das Shisha-Rauchen besser macht für die Leute. So convenience and ease of use were a top priority for me. And number two is, I really wanted to... Oder man sagt halt, mit Alufolie rauchen und Alufolie rauchen leichter machen. Aber ist es wirklich leichter? Es ist sicherer, würde ich sagen. Aber leichter, weil du hast ja dann nochmal einen extra Step bei Alufolie dabei. Okay, also er hat gesagt, er wollte präzise was für Alufolie machen. Dann ist natürlich ein HMD raus, weil dann brauchst du ja keine Alufolie mehr. Started with the Cloud Lotus and it went on from there. And basically every other HMD on the market is essentially a replica of the Cloud Lotus. Yeah. Ja, aber dann könntest du auch sagen, jede Shisha, die nach der ersten Shisha gekommen ist, ist basically eine Nachmache von der ersten Shisha. Und jedes Auto, was nach dem ersten Auto gekommen ist, ist eine Nachmache von dem ersten Auto. Und jeder Kopf, der nach dem ersten... Also ihr versteht schon. Also wenn wir mit der Einstellung reingehen würden, dass du ein Produkt nicht weiterentwickeln und verändern darfst, sodass es deinen Vorstellungen besser passt, dann wären wir ziemlich arm dran auf der Welt. Also... Ich verstehe seinen Punkt, so der Callout wurde schon sehr oft auch wirklich kopiert. Aber was anderes zu machen und eine Weiterentwicklung draus zu machen, finde ich nicht schlimm. Das ist so Grundgedanke von der, vom Fortschritt der Menschheit. There are people that still prefer to use foil and there are people on the other side where they would rather not use foil, but they're so irked by the frustration of having to clean the cloud. Yeah. That they'd rather just, you know, kind of take away some percentage. Also,
ne, gerade mit der Reinigung, ja, fühle ich. Also das ist auch der eine Punkt, der an einem HMD ein bisschen nervt. Du musst wahrscheinlich mehrere haben, damit du einen immer einweichen kannst, den du benutzt hast, damit du den einfacher reinigen kannst und so. Fühle ich schon den Punkt. Fühle ich schon. Aber die Vorteile vom HMD überwiegen halt für mich bei weitem, sodass es für mich die Reinigung oder den erhöhten Reinigungsaufwand gegenüber Alufolie halt auf jeden Fall rechtfertigt. But it was because of engineering. Ja, ich will jetzt wissen, wo hier Kopfbau losgeht. Hä? Da haben die den schon an. Ich dachte, wir sehen, wie die den Kopf bauen. Ich glaube, die haben den Kopfbau nicht drin. Also erstmal müssen wir gucken, wo passt das Ding drauf. Dann bauen wir uns locker, fluffig einen Kopf mit Alufolie ohne Kontakt. Ich hoffe, ich verkacke nicht bei der Alufolie. 100 Jahre kein Alufolienkopf mehr gebaut. Und dann spannen wir das Ding drüber und dann rauchen wir damit einfach mal einen Kopf. So, wir haben ein paar Köpfe hier. Jetzt gucken wir mal, wo der am besten passt. Also auf dem Litlip Stoneware hat er auch ein bisschen Spiel. Genauso wie auf dem Plug. Da ist auch ein bisschen Spiel. Oblaco M Mono wird schon besser. Normaler Oblaco M hat eigentlich immer ein bisschen Spiel, ne? Und dann noch der Also ein Vandenberg V1 passt schon mal nicht auf den M-Ring. Wer hat denn am wenigsten Spiel von denen, die Spiel haben? Würde ich eigentlich lieber den nehmen, weil Performance natürlich besser ist, ne? Dann lege ich mal Kohle, mach die aber noch nicht an. Dann gucken wir uns das Ding nochmal genau drüben an und dann versuchen wir einfach mal ein Köpfchen zu bauen, ne? Also so sieht das Ganze aus. So ein Kalaut meets Louis Vuitton, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, Ono, ne? Das trifft es eigentlich ganz gut. Und so sieht das Ding dann aus. Also wir haben dieses turbinenartige Inlay und dann haben wir drei verschiedene Teile. Wir haben hier einmal den Ring, den es, wie gesagt, in den verschiedenen Größen gibt. Dann haben wir diese Platte, die hier drinnen liegt. Und dann haben wir hier tatsächlich, also von der Wandstärke relativ dick, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt hier mal so einen Litlip reinlege, seht ihr, der hat auf jeden Fall noch sehr gut Spiel. Also da müsste ich die Alufolie schon extrem dick lassen. Also ich denke bei mir, ich müsste jetzt halt ewig suchen, welcher Kopf passt denn perfekt auf die M-Größe, die ich hier habe. Aber in der Theorie willst du nur minimal Spiel haben, damit das Ding dann richtig fest mit der Alufolie spätestens dann sitzt, ne? Also du musst den Alufolie schon reinkriegen, aber ich habe hier schon ein bisschen viel Spiel. Ich baue mir fast denselben Kopf, den ich eben hatte, damit ich den Geschmack gut vergleichen kann. Dann hatte ich drinne den Must Age Pina Rings. Also ich versuche, möglichst fluffig zu bauen. Mal gucken, was sich dann tut. Und der letzte Flavor, der in den Kopf kommt, war bei Dinner. Ich baue mal so ungefähr auf Randhöhe und dann nochmal um den Rand rumgehen. So, ich würde sagen, das sieht doch nach einem sehr, sehr hübsch gebauten Köpfchen aus. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt geil für den Savant ist oder nicht. Dann Alufolie. Wir nehmen uns ein Stück besonders schöne, dicke Panzer-Alufolie. Also ihr merkt schon, das Ding flattert nicht so geisteskrank rum. Der Klang ist auch ganz anders. Ich weiß nicht, ob das jetzt über das Mikrofon so rüberkommt, aber das hier ist schön dicke Panzer-Alufolie, die man halt beim Shisha-Rauchen dann nehmen würde. So, dann nächster Schritt bei Alufolie ist erstmal so ganz grob vorspannen. Nur damit man einmal schon mal so die Form vom Kopf sieht und die Form vom Kopf hat. Aber richtig festspannen macht jetzt noch nicht viel Sinn, weil es kommt noch der wichtige nächste Schritt. Und zwar die Lochung von der Alufolie. So, noch eine kleine Reihe innen. Aber wir wollen ja auch nicht zu nah ans Pfanneloch. Und dann kann man A, die Gabel nochmal sauber machen, B, nochmal über die Alufolie gehen, weil manchmal zieht man da ja ein bisschen Molasse mit hoch. Und jetzt gehen wir hin und spannen das Ganze gut. Und jetzt musst du das auch mit Kraft runterziehen. Und da kann es mal passieren, dass die reißt. Ich hoffe, mir passiert das jetzt nicht. Und dann musst du aber richtig mit Druck ran. Immer mit den Händen so ein bisschen drunter gehen, anheben, nach außen ziehen und runterfalten. Und so wäre ich jetzt auf jeden Fall zufrieden. Wie gesagt, ich habe 100 Jahre keine Alufolie mehr geraucht. Dafür finde ich, hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und so würde ich den jetzt rauchen. Und wenn ich mit Alufolie rauchen wollen würde, würde ich mir tatsächlich jetzt noch ein Kaminsieb nehmen und das hier so drüber legen, damit ich die Kohle noch ein bisschen weiter nach außen bewegen kann. Ich will nicht sagen, das Ding ist scheiße geformt. Ich will nur sagen, die Kombination von diesem Kopf und dieser Größe an Ring ist halt nicht das Wahre, ne? Also hier wackelt es noch ein bisschen. Ich bin gespannt, wie es gleich performen wird. Aber im Grunde ist diese ganze Konstruktion ja eigentlich nichts anderes als ein HMD ohne Bodenplatte. Und statt der Bodenplatte müssen wir noch zusätzlich Alufolie reinspannen. So ist, denke ich, fertig. Und dann setzen wir den jetzt mal da drauf und dann gehen wir wieder rüber und gucken, wie der läuft. Okay, wir haben Kohle an und wir haben den HMD ausgebrannt.
Und dann setzen wir den drauf. Ein bisschen knistert's. Also gut, wir haben den jetzt halt vorgewärmt. Dann, boah, die Kohle sieht so winzig da drin aus. Ich versuche euch das gleich mal zu zeigen. Also da ist halt Platz ohne Ende für Kohle. Ich weiß auch nicht, die dritte jetzt kippen oder mit hinlegen oder was? Also ich habe jetzt 3 Kohlen drin. Also so mittig würde ich die mit Alufolie auf jeden Fall nicht legen. Also so liegt die Kohle da jetzt drin. Und das sind 3 27er, die jetzt maybe ein Sekündchen zu lange auf dem Anzünder lagen. Aber die sehen ja so verloren da drin aus. Oh krass, das hätte ich nicht gedacht, dass da schon so viel Rauch kommt. Aber gut, das Ding war ja auch warm. Durchzug ist sehr gut. Du hast natürlich direkt ein bisschen mehr Kohlegeschmack als sonst, ne? Nicht viel, aber ein bisschen merkst du natürlich, dass du da nicht irgendwie was dazwischen hast oder so, ne? Also du kannst ja direkt von unter der Kohle die Luft ziehen. Aber geschmacklich erstmal sehr gut, kein Drücken, kein Kratzen. Also Kopf läuft erstmal relativ nice. Ich würde jetzt mal vorsichtshalber die dritte Kohle da rausnehmen, weil der ist ja so gut wie an. So, ich habe die jetzt einfach gegenüber voneinander hingelegt, aber da ist halt jetzt wirklich todesviel Platz in dem Teil, ne? Also es sieht aus, als wäre der HMD total leer. Und was mir halt direkt auffällt als kleiner Kontaktsuchti, du merkst halt, dass es ein Abstandssetup ist, ne? Also für jeden Mensch, der gerne Kontakt raucht, geht halt nicht. Allein an dem Punkt, gehen Kontaktsetups mit diesem Ding? Nein, da wäre ich schon raus. An der Stelle wäre ich schon raus. Also da kann ich bis jetzt nicht meckern. Bin positiv überrascht. Ist jetzt nicht besser als bei einem Onmo, Kalaut, wie auch immer, aber ist auch nicht schlechter. Das ist ja schon mal was Gutes. Also wenn das geschmacklich mithalten kann mit einem normalen HMD, ist schon krass. Ja, wir rauchen mal ein bisschen und dann melde ich mich mit einem Ersteindruck zurück. Schauen wir mal, was wird. So, wir haben jetzt ein paar Minuten geraucht, also einige Minuten geraucht. Mittlerweile sieht der Rauch so aus. Und das ist merklich dünner als bei einem HMD mit Kontakt. Maybe somewhat vergleichbar zu einem HMD-Setup ohne Kontakt. Geschmack ist immer noch gut, lässt sich immer noch angenehm rauchen, aber mir bringt das beim Rauchen keinerlei Vorteile. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn jemand auf Teufel komm raus unbedingt mit Alufolie rauchen will, warum auch immer. Wenn das jemand so sieht, ich will unbedingt mit Alufolie rauchen, dann ist es wahrscheinlich ein ganz nettes Add-on. Wir haben aber eben noch den Preis gecheckt, das Ding kostet $45 in den USA, in deutschen Shops findet man ihn by the way noch nicht. Also kann man halt schon machen, welche Vorteile hast du daraus? Wenn du Alufolie rauchst, kann dir die Kohle zur Seite nicht runterfallen. That's it. Ich wollte gerade die Kohle einmal abklopfen und wenden und mir ist aufgefallen, die Kohle ist einfach unten ausgegangen. Also von den beiden Kohlen, die ich drinne habe, sind beide unten ausgegangen. Das hätte ich absolut nicht erwartet, weil die liegt ja nur auf dem Gitter. Also ich glaube, jeder, der regelmäßig mit einem normalen HMD raucht, den wird das Teil nicht abholen. Und da das halt in Deutschland zum Glück immer mehr Leute sind, die eingesehen haben oder die für sich selbst auch festgestellt haben, HMD ist der geilste Weg zu rauchen, wie ich es immer predige, weil es meine persönliche Anschauung ist, ist das halt nichts. Wenn du jetzt aber auf so Länder wie Spanien guckst, die noch sehr, sehr viel mit Alufolie rauchen und dann zum Beispiel einen Apple on top oder sowas oben drauf setzen, dann wird es schon wieder viel, viel interessanter. Also ich glaube, für Deutschland leider A, zu teuer, weil du kriegst fast 2 Onmos für den Preis. Zu wenig Leute, die mit Alufolie rauchen, als dass es für viele Leute interessant wäre. Und für Leute, die jetzt schon auf HMD sind, dann zurück auf Alu gehen, damit du mit dem Savant rauchen kannst. Ich wüsste wirklich nicht, wieso. Ist ein cooles Add-on, wenn man Alu raucht, aber wer ein HMD hat, ist das schon abgehakt, würde ich sagen. Ist noch mein erster Eindruck, wir haben jetzt ein Köpfchen mitgeraucht, da kann man bestimmt auch noch ein bisschen mehr Kontakt rausholen, man kann bestimmt noch ein bisschen mehr rumspielen, aber für den ersten Versuch war das Köpfchen schon echt gut, aber halt bei Weitem nicht besser als ein normaler HMD.